Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute die 8, zunächst mit dicker Wolle und dickem Garn. Wir beginnen mit 8 Luftmaschen. Danach in die erste Luftmasche einstechen und eine Kettmasche arbeiten. Eine zusätzliche Luftmasche häkeln und in die erste Masche 2 feste Maschen arbeiten. In die zweite eine, dann wieder 2. Dann wieder eine, dann wieder 2 und so also stets abwechseln, bis alle 8 Maschen behäkelt sind. Wir enden mit einer Kettmasche. Dann in die erste feste Masche einstechen und die Runde mit einer Kettmasche schließen. Nun weitere 8 Luftmaschen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun in die zweite feste Masche, also hier in die erste der Runde haben wir die Kettmasche gearbeitet und nun in die zweite wiederum einstechen und eine Kettmasche arbeiten. Nun drehen wir die Arbeit und stechen in dieser Einstichstelle ein, in die also hier die Kettmasche eingestochen wurde zum Rundenschluss, einstechen und nochmals eine Kettmasche arbeiten. Nochmals die Arbeit leicht nach rechts drehen und in diese erste Masche einstechen und eine Kettmasche arbeiten. In die folgende Masche gleich im Anschluss, also keine zusätzliche Luftmasche arbeiten, gleich im Anschluss 2 feste Maschen. Dann eine und wieder 2 und wieder eine und wieder 2 und wieder eine und wir enden mit 2 festen Maschen. Nun die Arbeit schließen, dafür in diese mittlere Kettmasche. Hier in diese mittlere einstechen. Und eine Kettmasche arbeiten. Den Faden abschneiden. Und durchziehen. Nun von hinten nochmals in die gleiche Einstichstelle einstechen und den Faden nach hinten durchziehen. Fertig ist die 8. Die zeige ich nur noch mit dünnerem Faden. Wieder 8 Luftmaschen anschlagen. Die Arbeit mit einer Kettmasche zur Runde schließen. Eine zusätzliche Luftmasche arbeiten. Und in die erste Luftmasche 2 feste Maschen häkeln. Dann eine und wieder 2. Dann eine und wieder 2, dann eine und wieder 2.
und wir enden mit einer festen Masche. Nun die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen. 8 weitere Luftmaschen häkeln. Nun eine Kettmasche in die zweite feste Masche. Also wir haben zum Rundenschluss in die erste feste Masche eingestochen und nun eine Kettmasche in die zweite feste Masche arbeiten. Die Arbeit nun leicht drehen, sodass der Ring oben ist, der bereits behäkelte, und in dieser Einstichstelle, wie zuvor der Rundenschluss gemacht wurde, einstechen und eine Kettmasche arbeiten. In die erste Luftmasche ebenfalls einstechen und eine Kettmasche häkeln. In die zweite gleich im Anschluss 2 feste Maschen arbeiten. In die folgende eine, dann wieder 2, dann wieder eine und wieder 2. Und eine und wir enden mit 2. Zum Rundenschluss nun in diese mittlere Kettmasche einstechen und den Faden holen und durchziehen. Dann den Faden abschneiden und ihn komplett durchziehen. Von hinten nochmals in diese Einstichstelle einstechen. Und den Faden nach hinten durchziehen. Fertig ist die 8. Ich wünsche euch viel Spaß damit.